Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog. Ja, ich wollte den Vlog jetzt mal starten. Heute ist eigentlich ein reiner Arbeitstag. Wir haben schon nach 15 Uhr und eigentlich hatte ich jetzt gleich ganz andere Pläne. Ich habe jetzt vorhin schon ein Rezeptvideo für euch abgedreht. Wir haben schon gegessen. Mein Lebensgefährte ist wieder zurück in der Firma. Also der kam in der Mittagspause zum Essen, ist schon wieder zurück, muss noch arbeiten. Und ja, ich wollte jetzt eigentlich auch weiterarbeiten. Ich muss noch zwei Bestellungen fertig machen. Das muss ich dann aber auf morgen verschieben oder auf heute Abend noch. Ja, wenn ich da noch die Energie und die Lust dazu habe. Ansonsten muss ich mich da morgen ranhalten mit den Bestellungen. Ja, und zwar, wir haben vor einer knappen Woche einen neuen Kühlschrank bestellt. Ja, und eigentlich stand da Lieferzeit 3 bis 4 Wochen und wir haben uns jetzt so drauf eingestellt, also 3 Wochen dauert es auf jeden Fall, im schlimmsten Fall sogar 4 oder 5 Wochen, im allerbesten Fall nur 2 Wochen und deswegen wollte ich eigentlich jetzt nächste Woche anfangen, man muss ja so ein bisschen was vorbereiten, ne? Und eigentlich wollte ich jetzt nächste Woche damit anfangen, ja mit den Vorbereitungen eben, dass schon mal alles so fertig ist, wenn der neue Kühlschrank kommt. Und im Normalfall gibt die Spedition ja immer so 1 oder 2 Tage vorher Bescheid, per E-Mail oder per Anruf und sagt irgendwie, wir würden morgen zwischen so und so viel Uhr kommen. Oder man kann einen Termin ausmachen. Das war jetzt nicht so ganz der Fall. Die haben nämlich heute Vormittag, also heute früh irgendwann nach 8 angerufen und gemeint, die kommen die nächsten 3 Stunden und würden den Kühlschrank bringen. Ja, wir konnten das jetzt auf morgen verschieben. Das heißt, morgen kommt der neue Kühlschrank. Ja, weil das wäre jetzt heute gar nicht gegangen. Also heute Morgen erst Bescheid bekommen, dann die nächsten 3 Stunden. Also ein bisschen was muss vorbereitet werden, weil zuallererst, ihr kennt ja den alten bzw. den noch jetzigen Kühlschrank. Ich verlinke euch mal ein Video, bzw. ihr seht den Kühlschrank sowieso, sowohl den, der jetzt noch steht, als auch den neuen. Nehme ich euch natürlich morgen auch mit. Ich bin jetzt schon so an den Vorbereitungen dran. Was wollte ich denn jetzt sagen? Genau, ein bisschen was muss man vorbereiten. Und zwar ist das ein größerer Kühlschrank. Wir haben ja jetzt den, den ihr auch gesehen habt. Ich verlinke euch den Vlog mal in der Infobox. Ich habe da nämlich vor kurzem erst einen Vlog abgedreht, wo ich den Kühlschrank vor ein paar Wochen mal wieder sauber gemacht habe. Ich mache den ja so alle, also zweimal im Monat, so alle 2 oder höchstens 3 Wochen, räume ich den immer aus. Wisch alles aus, mach sauber und räume wieder schön ein. Und ja, passenderweise hätte ich es jetzt sowieso wieder in 2, 3 Tagen machen müssen. Also ich habe mir jetzt Ende der Woche, oder ich habe es mir jetzt für Ende der Woche vorgenommen, so übermorgen dann, Donnerstag, dass ich den Kühlschrank eh wieder ausräume und sauber mache. Das mache ich ja, wie gesagt, alle 2, 3 Wochen. Und deswegen kommt es dann doch gelegen, wenn der neue jetzt morgen schon kommt, weil ich das dann sowieso umstapeln muss. Aber ich habe komplett den Faden verloren. Ja, auf jeden Fall haben wir es auf morgen verschieben können. Ich verlinke euch das Video, genau. Ich verlinke euch mal den Blog von dem alten Kühlschrank, wo ich ihn euch komplett gezeigt habe. So, aber ihr seht ihn sowieso noch und ja, jetzt muss ich vorbereiten. Und zwar den Kühlschrank, den wir jetzt bestellt haben, ist ein großer Kühlschrank. Und zwar so ein Side-by-Side, beziehungsweise nicht ganz ein Side-by-Side, man nennt ihn French Door. Also ein French Door Kühlschrank. Es ist quasi so ein amerikanischer Kühlschrank, also schon so ein doppelt großer, wo oben dann 2 Türen aufgehen und unten, also es gibt ja dieses Side-by-Side, wo man eben so links eine lange Tür hat, nur fürs Tiefkühlfach und dann rechts Kühlung. Das wollte ich persönlich nicht, weil die Fächer dann schon so schmal sind. Ich wollte einen, wo ich oben dann 2 Türen aufmachen kann und oben dann nur, also schön lang durchgehend, ich glaube, das ist 83 cm breit, habe es aber nicht im Kopf, aber irgendwie sowas. Und dann habe ich oben nur gekühlt, eben Kühlfächer, auch in den Türen. Und unten, das ist dann so dieses French Door, habe ich Schubläden. Also das Tiefkühlfach ist unten zum Rausziehen. Ja, und das war mein Traum. Und der Kühlschrank war nämlich jetzt im Angebot, also über 1000 Euro günstiger. Eigentlich habe ich mir nämlich, die sind nämlich, also es gibt auch richtig teure davon. Und ich habe mir jetzt schon vor Monaten eigentlich einen oder 2 Samsung abgespeichert. Der eine Samsung, ach so, und er muss schwarz sein, genau. Er muss schwarz sein wie der alte Kühlschrank, den gibt es in Edelstahl und in Schwarz. Und den ich mir abgespeichert habe von Samsung, im Angebot, den gab es nicht mehr. Und den zweiten, der aber 500 Euro mehr kostet, den gab es nur noch in Edelstahlfarben, also auch nicht in Schwarz. Deswegen ist es jetzt ein Hanseatic. Also wenn man Hanseatic bestellt, ist auch super günstig gewesen. Und ja, also ihr seht ihn dann sowieso in diesem Blog noch. Ich sehe ihn erst morgen, wenn er geliefert wird. Die kommen zwischen 7 und 11. Ich hoffe mal nicht, dass sie sofort um 7 kommen, aber so um 10 oder 11 wäre dann schon gut. Und ja, jetzt muss noch alles vorbereitet werden.
Der wird ja dann rein transportiert und ein bisschen was, so alte Bettlaken, wir haben im Keller so alte Bettlaken, dass man das irgendwie auslegt und Pappe und so, damit nicht der Holzboden zerkratzt wird. Dann muss ich hier in der Küche nochmal richtig durchwischen, weil den Kühlschrank kann man jetzt nicht so, ja, einfach dann hin und her schieben, ne? Wenn er mal steht, ist ja riesig, können schon, aber ein bisschen schwierig, problematisch, ne? Im Gegensatz zu dem kleineren, schmalen. Ja, genau. Und der muss dann ja sowieso, ich glaube, ein Tag oder zwei Tage erstmal eingesteckt werden, damit er so kühlt und gefriert, bevor man ihn dann einräumt. Aber da nehme ich euch auch noch mit. Da steht er dann erst, wie gesagt, 24 oder 48 Stunden. Und genau, dann schlichte ich den um und der andere kommt dann nämlich raus. Also den jetzigen, den wir haben, der kommt raus in die Garage, beziehungsweise erstmal raus unter die Grillhütte zum Abtauen. Und danach nehmen wir den nämlich nur noch so für Partys her, dass wenn wir mal wieder was Größeres machen, dass wir den dann verwenden, um Getränke zu kühlen, ja, Grillsachen und so weiter eben, ne? Wenn man was Größeres macht. Genau, also den werden wir nicht wegwerfen, auch wenn er kaputt. Kamera ging aus. Ja, weil der ist nämlich schon leicht kaputt, also nicht richtig kaputt, aber also in erster Linie wollte ich sowieso einen größeren Kühlschrank. Wir sind zwar nur zwei Personen und man könnte sagen, der Kühlschrank, ihr habt ihn ja gesehen, der würde reichen. Ja, im Normalfall würde er reichen, aber da ich ja wirklich täglich koche, also zu 99% würde ich mal sagen, oder sagen wir zu 97% im Jahr, wenn man es aufs Jahr verteilt, koche ich wirklich einmal mindestens am Tag, wenn nicht sogar zweimal, und zwischendurch backen, was auch immer. Und ja, ich filme das Ganze ja auch für euch, da wisst ihr ja, dass man da schon viel Platz braucht, vor allem auch an frischen Sachen, Gemüse, Obst, jetzt mehr im Fall Gemüse. Da ich mich auch noch vegan ernähre, noch mehr Gemüse wahrscheinlich als üblich. Ja, genau. Deswegen, ja, ist schon nicht sehr viel Platz drin. Ihr habt es ja gesehen, ist schon sehr, sehr eng. Und dann machen wir auch hin und wieder, wenn man jetzt irgendwie zum Grillen einlädt, ne, muss man die Getränke da drin kühlen, wo ich dann jedes Mal das Problem habe, dass ich alles, was drin ist, irgendwie ein paar Tage vorher so planen muss, dass wir den Kühlschrank komplett leer essen, sage ich mal, dass wir dann nur das kaufen für die Party oder für die Feier eben, oder wenn Geburtstag ist, dass wir dann nur das reinbekommen. Ja, so ein Problem kennen bestimmt auch viele. Und da ist man dann irgendwie eine Woche vorher immer beschäftigt, alles aus dem Kühlschrank irgendwie wegzuessen, dann nur alles für die Party rein, für den Geburtstag. Und danach muss man dann sofort wieder einkaufen, weil der Kühlschrank ja leer ist. Ja, oder wenn ich Salate mache, ja auch immer größere Schüssel. Da habe ich hier gerade, ja, ich hatte heute übrigens wieder so einen Salat abgedreht. Und da mache ich ja immer so eine große Schüssel, quasi, ja, so eine Partyschüssel eben, ne, oder Grillschüssel für mehrere Personen. Weil es auch praktischer ist und wir können da auch immer zwei Tage von essen, wobei der jetzt nicht ganz so groß ist. Wir hatten ja schon gegessen und werden heute Abend noch den Rest essen, aber ansonsten müsste der jetzt in den Kühlschrank rein und so eine große Schüssel braucht auch schon so eine ganze, so ein ganzes Fach. So, ich bin schon wieder, Gottes Willen, ich rede schon wieder Ewigkeiten, tut mir leid. Ich verliere auch den Faden, weil ich habe noch so viele Dinge im Kopf, die ich machen muss und ist jetzt alles komplett, ja, komplett durcheinander mit dem Ablauf für heute und auch für morgen, weil morgen sieht der Tag natürlich dann auch anders aus, wenn der Kühlschrank ausgepackt werden muss und so weiter. Aber ja, jetzt habe ich auch noch so eine blöde Fliege drin. Ja, genau, wie dem auch sei. Also wir haben jetzt so einen großen, zuallererst wegen dem Platz und zweitens, ach ja, und wir haben unten ja nur so ein kleines Tiefkühlfach und da hätte ich jetzt endlich mal Platz, um Gemüse und Obst und so weiter einzufrieren. Was ich jetzt hier nicht habe, da passt natürlich nicht so viel rein und deswegen ist das wirklich eine tolle Sache. Ja, genau. Und ansonsten ist der Kühlschrank, der hat einen kleinen Schaden, weil der gefriert nämlich nicht richtig, beziehungsweise im Kühlschrank oben. Ich zeige es euch einfach gleich mal und nehme euch mit. So, ich muss jetzt erstmal hier noch alles abspülen vom Mittagessen gerade, wegräumen und dann sehen wir uns gleich wieder. Dann zeige ich euch mal kurz den Kühlschrank, falls ihr ihn nicht schon gesehen habt. Hier steht er, also in dem Block, wo ich euch eh mitgenommen habe im Organisieren. Ja, im ersten Blick, also er sieht natürlich schick aus. Wir hatten vorher, ach so, genau, die Küche, kennt ihr ja eigentlich auch schon. Hier unten war mal eine Spülmaschine, die ist schon seit Jahren nicht mehr da. Wir haben keine neue gekauft. Ich spüle seit 7 Jahren, könnte man sagen. Ja, seit 7 Jahren spüle ich per Hand ab. Habe mich mittlerweile auch dran gewöhnt und ja, ich bräuchte jetzt auch keine Spülmaschine, also eine Spülmaschine wäre toll. Bräuchte ich aber jetzt nicht unbedingt, ja.
Jetzt habe ich mich eh dran gewöhnt. Aber eine neue Küche muss natürlich her. Und ihr wisst ja, seit Jahren planen wir die Küche. Ja, ist aber immer noch nicht zustande gekommen. Ich habe hier gerade noch abgespült und ja, muss ich auch noch wegräumen. Aber ja, neue Küche muss unbedingt her, ist aber jetzt aktuell noch nicht der Fall. Ich hoffe, nächstes Jahr kommt die neue Küche. Also, dass wir nächstes Jahr eine neue Küche dann haben werden. Ja, Müll haben wir auch einfach nur in den Eimern, Papier, Plastik, Kompost hier unten. Also jeden Tag so zum Ausleeren, weil hier war eigentlich auch, ne? Müll, Dings und alles und es ist alles hier weg. Ja, ich guck mal unten, die Fliesen, aber ich habe es euch eh schon mal gezeigt. Hier sind auch noch die neuen Wasserleitungen, hatte ich euch auch gezeigt. Seht ihr hier oben, Kaltwasser und Warmwasser ist das, was zum Dachboden hochging. Ja, also ist alles offen und sieht natürlich nicht schön aus, aber geht jetzt nicht anders. Jetzt geht es aber um den Kühlschrank, dass dann wenigstens der schon mal da ist. Und ja, wir haben diesen Gurenje. Wir hatten davor einen Smack, beziehungsweise hier beim Haus. Also die Küche ist von den Vormietern. Ist jetzt nicht unsere Küche gewesen, sondern die haben wir einfach so übernommen. Die war ja drin. Und die Vormieter hatten dann auch einen großen amerikanischen Kühlschrank, so ein Side-by-Side, aber aus Edelstahl. Den haben wir verkauft, weil der hat auch super viel Strom verbraucht. Und war jetzt auch nicht so toll optisch. Also ich mag das mit dem Edelstahl nicht ganz so gerne. Also ich habe es eher so schwarz lieber. Aber es ist Geschmackssache. Den haben wir verkauft, hatten dann den Smack genommen, den wir noch hatten. Ist auch ein älterer gewesen, der Smack. Der war aber türkis. Und ja, deswegen, den haben wir dann auch verkauft. Und dann haben wir diesen Gurenje gekauft. Der sieht ähnlich aus wie der Smack. Vom Design, so italienisch eben, von den Kurven, von den Formen. Und ja, genau. Also optisch sieht er auf jeden Fall schön aus. Gefällt mir in einem Schwarz glänzend. Aber er hat, also außer dass, auch wenn er jetzt groß genug aussieht, wie gesagt, für uns jetzt irgendwie doch zu klein, hat er aber jetzt auch zwei Sachen, die kaputt sind, beziehungsweise ein großes. Und ich zeige es euch mal jetzt nochmal von innen, falls ihr es nicht gesehen hattet in dem einen Vlog. Da habe ich ihn euch ja schon gezeigt. Und wie gesagt, ich wollte ihn jetzt sowieso die nächsten zwei, drei Tage mal wieder ausräumen, auswischen und wieder einräumen, weil ich das ja eh alle paar Wochen mache. Und ja, er ist natürlich proppenvoll gefüllt, kann man sagen. Ja, und das sieht man ja schon, wenn ich jetzt einen Salat machen würde spontan oder auch geplant. Es wird die große Schüssel gar nicht reingehen, egal wie ich jetzt schlichten würde. Und wenn man dann doch wieder was, ja, Besuch bekommt oder so, oder einen Kuchen, ne? Wenn ich jetzt irgendeinen Kuchen, der gekühlt werden muss, eine Torte backen würde, wird der auch nicht reingehen. Das muss ich immer so planen, dass ich dann erstmal alles verbrauche, also dass wir alles essen, kochen, ja, und uns dann darauf konzentrieren, ich backe jetzt an dem und dem Tag einen Kuchen, der dann gekühlt werden muss für ein paar Tage oder Salat oder wir müssen Getränke unterbekommen für Gäste. Deswegen ist dieser Doppelte, der ja dann doppelt so groß wäre jetzt hier, schon praktisch. Ja, ja, so sieht es jetzt aktuell aus und jetzt räume ich es auch nicht mehr auf. Also ich wollte es jetzt eh in zwei, drei Tagen machen, aber ja, lohnt sich ja jetzt nicht mehr. Dann kann ich gleich alles in den neuen Kühlschrank geben, wenn er gekühlt ist. Hier ist eigentlich noch so alles sortiert. Naja, Obst ist schon wieder hier. Hier sind ja eigentlich nur die Tuben. Das müsste eigentlich hier runter. Aber ja, guck mal. Ich habe auch beim Obst- und Gemüsefach hier Joghurts drin, weil ich die gar nicht mehr reinbekomme. Weil ich jetzt so viel, ich habe hier Oliven offen. Also Oliven aufgemacht, Kapern. Und das muss ja dann alles gekühlt werden. Genauso wie Apfelmark. Das ist ja mein Eiersatz. Die ganzen Soßen, ne? Sambal Oleg, Meerrettich, hinten Senf, passierte Tomaten habe ich gestern erst gebraucht. Ja, deswegen sehr, sehr viele Konserven bei mir und das kommt eben durchs Kochen, weil ich ja da wirklich sämtliche verschiedene Gerichte immer mache. Mal brauche ich Oliven, mal das. Ich verwende natürlich nicht das Ganze, dann mache ich drei Tage später wieder weiter, dann kommt aber schon wieder was anderes in den Kühlschrank. Wie dem auch sei, ich bin froh, wenn der große Kühlschrank da ist. Und das Problem, hier hinten an der Wand, also ich habe den hier immer, seht ihr? Es gibt hier nur das Rädchen von dem Kühlschrank, ne? Ich habe es immer auf 4, das ist auch die perfekte Einstellung, wie es sein soll, laut Anleitung. Aber es ist immer so und der auf einmal gefriert der. Also auf einmal gefriert der da hinten an der Wand und ist komplett eingefroren. Also die ganze Wand ist eingefroren und ein paar Stunden später taut die ab. Und das ganze Wasser läuft runter und wenn ich dann das Gemüsefach rausziehen möchte. Ja, und genau, wenn ich das dann rausziehe, ne, das Gemüsefach hier, Obst-Gemüsefach, dann, und dann wieder zurückschiebe, dann läuft mir das ganze Wasser, was ja von der Wand wieder abgetaut hat,
alles runter und deswegen muss ich hier auch ständig, wie ihr jetzt seht, auch schon wieder alles wegwischen mit dem Schrubber schnell. Ist mir nämlich gerade auch schon wieder passiert, als ich Gemüse rausgeholt habe. Und ja, ich habe jeden Tag quasi den Boden nass und kann da schrubben, was natürlich sehr nervig ist. Das ist das Problem Nummer eins, dass der einfach so alle paar Tage mal gefriert und keine Ahnung warum. Also irgendwas muss defekt sein, aber das Rad ist richtig gedreht und ich habe keine Ahnung, was der für eine Macke hat. Ich habe auch da hinten ist ja dieses Ding da, da ist nichts verstopft oder so, also alles perfekt, aber es gefriert, dann taut es wieder ab, läuft runter, ich habe den Siff. So, und Problem 2 ist das Tiefkühlfach. Das ist auch das Problem. Schaut. Ja. Nein, es liegt nicht daran, dass ich es nicht abgetaut habe. Habe ich schon zigmal, also in den letzten Jahren oder in den letzten Jahren und immer wieder alle paar Monate, ich taue es regelmäßig ab, komplett. Und nach ein paar Tagen sieht es immer wieder so aus. Ja, dadurch sind auch die Fächer kaputt gegangen. Also seht ihr, kann man auch gar nicht mehr verkaufen. Also funktioniert ja sowieso nicht, weil der muss irgendeinen Schaden haben. Kann man gar nicht verkaufen und so dann aber auch nicht, weil die ganzen, die zwei, wie nennt man es, Schubläden, ne? Seht ihr, alles abgebrochen, weil wir da immer wieder schön alles abgeschlagen haben. Ich habe es vorhin auch wieder abgeschlagen, seht ihr, da. Also richtig schlimm, die Schubläden gehen gar nicht mehr raus. Ich stopfe das nur noch so rein. Und also wirklich der Horror. Und ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Hier kann man auch nichts einstellen. Also der gefriert so, wie er gefriert. Und Kühlschrank nur das Rädchen. Deswegen, also was auch immer dafür einen Schaden hat, das ist super nervig. Weil natürlich geht in die zwei Fächer so schon nicht sehr, sehr viel rein an Tiefkühl. Und wenn es eingefroren ist, natürlich noch weniger. Und man hat immer das Problem mit dem Abschluss. Also ja, ich bin einfach froh, wenn der neue Kühlschrank jetzt kommt. Weil das Problem haben wir nicht gefunden und es ist super nervig. Und es kostet natürlich jetzt auch mehr Strom, ne, wenn der hier ständig gefriert. Genauso wie im Kühlschrank, wo es eigentlich gar nicht gefrieren sollte. Und ja, also super, super nervig. Und ja, genau. Also ich verstehe das Problem da wirklich nicht, warum das so ist. Aber ja, schon mehrfach abgetaut, also komplett wirklich ausgeschalten, den Kühlschrank leer gemacht. Tiefkühlfach auch und richtig schön ausgewischt, sauber gemacht, wieder an die Steckdose gegeben, wieder eingeräumt oder neue Sachen dann ja gekauft, weil man es leer gemacht hat. Und dann war das wirklich mit dem Tiefkühlfach immer so, dass es nach ein paar Tagen quasi immer wieder zugefroren ist, so wie jetzt und irgendwann wieder so aussah oder noch schlimmer. Deswegen, ja, und guckt, hier oben, seht ihr, ist auch wieder das ganze Wasser, weil von hier oben, wenn man es natürlich rausschiebt, das Ding, läuft das Wasser hier wieder runter, dann kann ich wieder wischen und ja, naja, also jeder hat so seine Probleme, aber ich finde das so nervig und bin jetzt froh, wenn der neue Kühlschrank kommt, ja. Nächster Tag Mittag und ja, heute soll ja der Kühlschrank kommen, beziehungsweise sollte, ja. Weil die meinten ja, zwischen 7 und 11 wird dort geliefert. Ich habe übrigens gestern nicht mehr weiter geblockt. Ja, seht ihr jetzt sowieso, dass ich nicht weitergemacht habe. Ich habe noch die Küche vorbereitet für den Kühlschrank. Und danach hatte ich auch keine Lust mehr. Dann bin ich noch rausgegangen in den Garten, habe noch mein Hochbeet gewässert und so. Und ja, wir sind auch früh ins Bett gegangen, weil wir heute früh aufgestanden sind, da der Kühlschrank ja zwischen 7 und 11 geliefert werden sollte. Und ja, auch wenn es meistens ja so ist, dass er dann wahrscheinlich erst um 11 oder sogar erst um 12 kommt, ist ja meistens so, wenn man auf eine Spedition wartet, dachte ich mir aber doch lieber aufstehen, weil wer weiß, bei irgendjemanden müssten die ja um 7 Uhr schon klingeln, ne? Weil bei irgendjemandem muss es ja dann wohl so sein vom Zeitrahmen. Und bevor wir das dann sind, ja, aufstehen, duschen und so weiter. Ja, wir waren auf jeden Fall bereit. Und was passiert? Um 7:30 klingelt's. Wir haben natürlich gleich gehofft, das ist die Spedition. Ja, war auch die Spedition. Nur, dass die nicht Bescheid gegeben haben. Hallo, wir kommen jetzt in 30 oder 60 Minuten. Die melden sich ja irgendwie nochmal davor meistens. Nein, hat uns der Herr am Telefon gesagt, die schaffen es heute leider nicht. Also heute kommt der Kühlschrank nicht. Die konnten auch nicht sagen, wann es dann kommt. Also zum Beispiel hat nicht gesagt, heute kommen wir nicht, aber morgen zwischen 7 und 11 oder was auch immer. Nein, er konnte nichts sagen. Er meinte nur, die melden sich dann. Ja, das ist natürlich richtig blöd, weil gestern haben die sich ja einfach so gemeldet und gemeint, ich habe es euch ja erzählt vorhin, also gestern vorhin hier im Blog, gestern hatten die ja gemeint, also haben einfach angerufen und gesagt, wir würden die nächsten 3 Stunden kommen. Der Kühlschrank ist schon im Transporter.
Dann konnten wir das ja verschieben auf heute. Und ja, jetzt sind wir heute extra früh aufgestanden. Ich habe gestern extra noch ein paar Vorbereitungen gemacht für den Kühlschrank, obwohl ich ja eigentlich den Nachmittag oder Abend schon anders verplant hatte. Ich hätte ja meine zwei Bestellungen fertig machen müssen, was ich dann nicht habe. Später am Abend habe ich es auch nicht mehr gemacht, weil wir dann auch früh ins Bett gegangen sind, um heute früh rauszukommen. Dafür habe ich die Bestellungen jetzt vorher aber fertig bekommen. Aber nichtsdestotrotz hätte ich mir den Nachmittag, Abend natürlich gestern besser verbringen können, besser vorstellen können, weil das Wetter natürlich super schön ist und jetzt, wo das Sommer endlich da ist, sollte man da auch ein bisschen was davon haben von dem Wetter. Und wir sind ja sowieso meistens immer beschäftigt, dass wir da nicht so viel haben. Deswegen, ja, jede Minute zählt. Und ja, deswegen war das schon eine kleine Katastrophe, würde ich mal sagen. Katastrophe jetzt vielleicht nicht, aber sehr ärgerlich jetzt, ne? Mit gestern und auch mit heute. Gut, ja, jetzt haben wir auch schon wieder Mittag. Wir haben auch schon gegessen, ich habe schon gekocht, Video habe ich noch nicht gemacht, ich habe meine zwei Bestellungen jetzt gerade fertig bekommen, deswegen sitze ich jetzt auch hier, ich probiere hier gerade mein neues Stativ aus. Ich habe euch ja im letzten Vlog mein neues Stativ gezeigt, weil mein altes kaputt ist, kann ich euch nachher noch zeigen, genau, ich habe ja gesagt, ich zeige euch mein altes noch und es ist tatsächlich so, ich habe exakt das wieder gekauft, was mir kaputt gegangen ist, einfach so habe ich es ausgewählt bei Amazon und es ist tatsächlich genau das gleiche. Bin ich froh, weil es ist ein super gutes Stativ. Zeige ich euch nachher noch und ja gut, also jetzt müssen wir einfach warten. Ich weiß nicht, ob ihr den neuen Kühlschrank jetzt in diesem Vlog noch seht, weil wenn dieser Vlog jetzt lang genug ist und so viel, wie ich jetzt schon gequasselt habe, gestern und heute, jetzt schon wieder, ist der Vlog bestimmt schon ausreichend, dass ich ihn eventuell heute noch beende. Und ja, falls der Kühlschrank morgen kommen sollte, wie gesagt, die melden sich. Wann? Keine Ahnung. Ich hoffe nicht erst in 2 Wochen, weil angeblich war der Kühlschrank ja gestern schon im Transporter. Dann sollten wir es ja wohl morgen oder übermorgen schaffen, den auch vorbeizubringen. Ja, wollen wir mal hoffen, weil jetzt bin ich ja auch vorbereitet für den Kühlschrank. Und ja, wollte natürlich dann auch die Sachen jetzt, ich habe es ja gesagt, ne, Kühlschrank muss ich jetzt eh wieder organisieren. Und die möchte ich dann schon in den neuen Kühlschrank gleich räumen. Ja, gut. Was gibt es jetzt sonst noch? Genau, dann was anderes, was Trauriges. Und zwar vor, ja, so vor 5, 6 Tagen haben wir haben ja draußen den Pool, den Biopool oder besser gesagt Bioteich, in dem man auch schwimmen kann. Und da haben wir ja auch Frösche, die kommen ja unten vom Fluss immer hoch. Also wenn ihr den schon gesehen habt, ich kann euch aber auch gleich mal mit rausnehmen, dann seht ihr das. Und die kommen ja vom Fluss immer hoch und halten sich auch hier auf. Vor 5, 6 Tagen haben wir 5 tote Frösche gefunden. Ach nee, Quatsch, genau, vor einer Woche. Vor einer Woche war ein toter Frosch im Pool, beziehungsweise der war am Rand gelegen, rückwärts, also mit dem Bauch nach oben. Und wir dachten da noch, das war irgendein Vogel, vielleicht eine Krähe oder so, weil Krähen sind ja auch immer sehr gerne am Pool, holen sich die kleinen Molche raus zum Essen oder einfach nur zum Spaß zum Töten. Genauso wie die Wasserschnecken, die wir haben, die fressen die auch immer und picken sich raus. Und dann dachten wir, dass vielleicht eine Krähe den irgendwie sich geschnappt hat am Beinchen und dann von oben runtergeworfen hat, weil da war nämlich auch ne, auf dem Rücken gelegen, also ne, Beine nach oben und war tot. Dann aber, 2 Tage später, hat mein Lebensgefährte dann wieder ein bisschen Grünzeug und so gemacht, ne? Ordentlich gemacht im Pool, ein bisschen sauber gemacht. Und da hat er 5 tote Frösche gefunden, die da draußen im Graben waren. Die halten sich da ja immer auf. Ja, 5 tote Frösche. Das habe ich auch gefilmt. Blende ich euch gleich mal ein. Also falls ihr es nicht sehen könnt oder möchtet, ich gebe euch Bescheid, wenn es losgeht. Und dann auch, wenn das Bild wieder weg ist. Falls ihr das jetzt nicht verkraftet, das Bild. Ja, blende ich euch ein. Habe ich kurz gefilmt. Dauert auch nicht lange. Und, sei nicht verschluckt, Entschuldigung. Und einen Tag später waren dann wieder 2 tote, also nochmal 2 tote Frösche. Dann hat mein Lebensgefährte jemanden angerufen vom Naturschutz, den wir da kennen. Und dann auch die Fotos geschickt und alles. Und er meinte, dass dann jemand kommt zum, dass dann jemand vorbeikommt zum Gucken, weil wir eventuell irgendeine Krankheit haben können. Also irgendein Virus oder irgendetwas ist, ne? Auch im Fluss unten. Kann ja sein, dass da dann die Frösche tot sind oder ein Froschsterben ist. Und wie dem auch sei, also die ersten 5, dann die 2 und jetzt, also gestern haben wir nichts gesehen, zumindest hier bei uns jetzt keinen Toten, aber heute, also gerade eben vorhin, heute Mittag, einer. Und ja, den sollen wir jetzt einfrieren.
damit er, ja, was heißt frisch bleibt, also er ist tot, aber ihr wisst Bescheid, dass man den eben noch, dass man da noch Proben entnehmen kann, ne? Dass die den testen können, woran er vielleicht jetzt, also woran es liegt, dass er jetzt gestorben ist oder dass jetzt alle sterben, weil es ist ja jetzt nicht nur einer, es sind ja mehrere, es ist ja quasi Massensterben jetzt bei den Fröschen und was auch immer da ist, deswegen, den muss ich jetzt einfrieren und weil wir wissen nicht, ob die jetzt morgen kommen, übermorgen kommen, vielleicht auch erst in 4 Tagen, wann da jemand kommt eben, um den dann mitzunehmen für die Proben. Genau, deswegen friere ich den jetzt gleich ein, zeige ich euch jetzt nicht, keine Sorge, müsst ihr euch dann nicht antun und genau, ja, so sieht's aus. Also das ist jetzt was Trauriges und wollen wir mal hoffen, dass jetzt nicht noch morgen oder übermorgen noch mehr tote Frösche da draußen sind. Mein Lebensgefährte guckt nachher nach Feierabend am Fluss mit dem SUP, wollte er dann mal langfahren und schauen, ob auch im Fluss irgendwie tote Frösche zu sehen sind. Müsste er dann theoretisch, ne, die kommen ja von unten dann immer hoch. Also irgendwas müsste die haben an der Krankheit irgendwie, ne, irgendwas Ansteckendes. Und ja, wir werden sehen, ich halte euch auf dem Laufenden. Wenn wir dann Bescheid wissen mit den Proben, was da rausgekommen ist, ja, erzähle ich es euch. So, genau, ja, dann wieder zu was Positivem, beziehungsweise zu was völlig Uninteressantem. Ich zeige euch mal mein neues Stativ und zeige euch mal das alte, besser gesagt, wie ich das zugeklebt habe, weil damit lebe ich jetzt eigentlich schon ein halbes Jahr, wenn nicht sogar länger. Ich glaube, letztes Jahr irgendwann im Sommer, letztes Jahr im August, also seit einem Jahr dann schon. Also letztes Jahr, so zu dieser Zeit, ist das kaputt gegangen und habe ich immer wieder rumgebastelt und ja, jetzt muss einfach ein neues her. Habe ich ja jetzt zum Glück auch, zeige ich euch und dann nehme ich euch mal mit raus zum Pool, falls ihr ihn nicht kennt. Ganz vergessen, ich wollte euch ja das Video noch zeigen mit den toten Fröschen. Also falls ihr es nicht sehen könnt, nicht wollt, dann am besten jetzt die Augen zumachen und wenn ich euch gleich Bescheid gebe, wieder die Augen aufmachen. Also am besten jetzt die Augen zu. Ja, und hier jetzt die Frösche. Es waren sogar 6. Ich hatte ja 5 gesagt, es waren 6 an dem einen Tag. Und schaut mal, der linke hat sogar ein Beinchen abgebissen bekommen. Und hier so rechts, der ist wohl schon 2-3 Tage länger tot. Der ist schon richtig so ausgelaugt. Also da ist fast gar nichts mehr dran. Der ist schon ziemlich am Verwesen. Die liegen alle auf dem Rücken. Das ist die Bauchseite, die ihr seht. Und ja, wir haben die natürlich alle vergraben. Also mein Lebensgefährte, die haben alle ein ja, schönes Grab bekommen. Und ja, richtig traurig. Ja, also das war das jetzt mit den Fröschen. Ihr könnt die Augen wieder aufmachen. Das war das jetzt mit den Fröschen. Wie gesagt, habe ich nur kurz gefilmt. Und ja, mal gucken, was dabei rumkommt jetzt mit der Probe dann, wenn die das auch abholen. Und jetzt zeige ich euch noch das Stativ und nehme euch mit raus. Ja, also nur ganz kurz, ist jetzt eh nicht interessant. Das hier ist jetzt das neue Stativ. Das ist das alte. Und wie man sieht, also es ist exakt das gleiche. Ne? Also komplett das gleiche Modell sogar, so wie es jetzt hier zumindest aussieht. Also genau gleiche Stativ. Ne? Hier, man kann das Ganze auch hochdrehen. Das Ding hier, ach, das habe ich ganz falsch dran geschraubt, auch egal jetzt. Und hier, das hier war nicht dran, das habe ich provisorisch, weil hier nämlich, seht ihr, also hier, hört es auf, also ist ein und dasselbe. Das hier ist aber ein anderes, weil mir nämlich das hier durchgebrochen ist. Also das hier ist kaputt gegangen, dieses Ding. Dann hatte ich von dem anderen Stativ, aber was auch schon kaputt war, aber eine ganz andere Marke, dieses noch. Und dieses Verlängerungsding. Deswegen habe ich das hier rangeschraubt, weil das auch praktisch war, so zum Biegen und zum Drehen. Ne? Aber, wie man schon sieht, auch das ist kaputt gegangen. Und ich musste das schon richtig mit Klebeband jetzt immer wieder kleben, immer wieder neu, weil das nicht hält. Zudem auch hier oben und hier unten sind diese Schutzdinger weg, diese Gummidinger. Ne? Also komplett hinüber. Also nicht nur, dass das Stativ, das Original, kaputt ging. Und ich dann das hier ersatzweise draufgegeben habe von einem anderen, ist auch dieses Ersatzding hier kaputt gegangen, da kaputt gegangen. Und jetzt bin ich froh, dass ich ein neues habe. Ich muss das noch ganz anders draufschrauben. Hatte ich jetzt falsch gemacht. Aber ja, bin ich jetzt froh und jetzt geht's mal nach draußen. Hier seht ihr ja den, genau, hier seht ihr den Pool, Biopool, beziehungsweise auch Teich genannt. Nehme ich euch mal mit. So, mal gucken, wie es mit den Fröschen aussieht. Hier hinten sitzt einer. Seht ihr den? Moment, hier. Also, einer ist auf jeden Fall da. Und er ist, guck mal, habt ihr es gesehen, ist reingesprungen. Aber ja, hoffentlich finden wir jetzt nicht nochmal welche. Ja, auf jeden Fall kommen die hier, ne? Hier sind auch ein paar, ja. Seht ihr jetzt nur nicht. Aber die kommen. Seht ihr, hier ist ja der Fluss.
Es sieht jetzt auch richtig dreckig aus. Die haben irgendwo was rumgeschnitten. Und ja, die kommen natürlich hier hoch und fühlen sich hier auch richtig wohl. Also hier im Graben, ne? Bei den Pflanzen und schwimmen auch hier im großen Becken. Sitzen auch gerne auf den Seerosen, auf den Teichrosenblättern rum oder auf den Steinen hier, wie gerade eben. Das mögen die sehr gerne. Manchmal hüpfen die auch raus, ne? Und ja, hüpfen hier so rum. An ganz, 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 ganz warmen Tagen, am späten Abend, quaken auch rum. Aber jetzt seit einigen Tagen quaken die gar nicht mehr. Eigentlich ist es ein richtiges Froschkonzert. Habe ich euch auch schon mal letztes Jahr mitgenommen am Abend. Aber ja, ja, sind ja jetzt quasi 5, 6, 7, 8, 9, ne, waren es jetzt insgesamt, oder 10, die wir jetzt tot gefunden haben bisher. Ja, 9 ist schon eine Menge. Meistens sind hier so, ja, circa 20 oder um die 20 sind hier immer, also hier im Pool, sieht man eigentlich jeden Tag. Die meisten über Nasung schlafen auch hier oder sind den ganzen Tag da und gehen gar nicht mehr runter. Ja, gut, also so sieht's aus, falls ihr den jetzt noch nicht gesehen habt. Ansonsten, ach ja, genau, ich hatte ja meine Sommergartentour gemacht im letzten Vlog. Dann habt ihr die ja vielleicht gesehen. Wenn nicht, schaut gerne vorbei in der Infobox. Und ja, schaut mal, der Fluss sieht richtig dreckig aus, weil die anscheinend wieder geschnitten haben oder gemäht. Die Bauern hier drüben am Feld haben jetzt gestern sind so viele Bauern rumgefahren. Also richtig viele Traktoren und alles Mögliche an Maschinen eben und war den ganzen Tag Lärm. Heute Morgen auch schon wieder, jetzt nicht, aber ich denke mir, ich befürchte es zumindest, ist meistens so dann feierabendmäßig, irgendwie so 17, 18 Uhr fahren die dann rum oder da geht es dann los. Ja, mal gucken, ne? Aber da ist auch das Problem, wollte ich sagen, dass wir auch schon mal gesehen haben, dass da ein Bauer eben, also nicht jetzt hier, aber weiter ein Stückchen, dass der da einen Schlauch drin hängen hat, weil wir fahren ja hier auch oft Kanu oder SUP und da haben wir gesehen, dass einer vom Feld, also was heißt ein Schlauch, also ein richtiges Rohr eben, ne, mit einem ordentlichen Durchmesser, dass er da irgendein Zeug da weggekippt hat. Und wenn das dann natürlich irgendwie so Pestizide sind oder was auch immer, also das ist ja eh komplett verboten, ne? Die dürfen ja gar nichts da jetzt reinschmeißen, auch keinen Kuhmist oder sonst irgendwas. Ja, aber ist halt dann doch öfter mal so. Und ja, naja, kann man nichts machen, aber wir werden es ja sehen, je nachdem, ja, was da jetzt bei rauskommt mit dem Test, beziehungsweise mit der Probeentnahme dann. Ich halte euch damit mal auf dem Laufenden. Ach ja, und jetzt hole ich mir noch ein paar Tomaten hinten vom Hochbeet. Die sind nämlich schon reif. Meine kleine Tomatenausbeute, das sind die Datteltomaten, die sind wirklich richtig lecker. Eine, nee Quatsch, zwei. Zwei habe ich jetzt gerade schon gesnackt, wirklich sehr, sehr gut. Und die kommen jetzt in den Kühlschrank. Ja, dann würde ich den Vlog jetzt an der Stelle beenden. Er ist jetzt wirklich super lang schon geworden und vom Kühlschrank leider noch nichts gehört. Ja, ich hoffe, wir hören was morgen oder er kommt im besten Fall morgen. Und dann nehme ich euch im nächsten Vlog natürlich mit. Der nächste Vlog kommt sowieso. Ich werde ihn wahrscheinlich morgen starten, ja. Den nächsten Vlog und ja, mit viel Glück kommt da auch schon der Kühlschrank. Ja, drückt die Daumen. Ich hoffe, euch hat der Vlog trotzdem gefallen, auch wenn es jetzt irgendwie wirklich, also das war jetzt, glaube ich, der erste Vlog, wo ich nur durchgehend gelabert habe. Also ein kompletter Laber-Vlog. Aber ja, falls ihr noch dran seid, ne, gerne ein Abo dalassen und auch das nächste Mal wieder einschalten. Bis dahin.